Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zu einem weiteren Interview mit Claudio Maniscalco. So heiße ich. Du sprichst auch in unserem geliebten Hörspiel Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna. Da spreche ich den Francesco Naseweiß. Schleichwerbung. Genau. Wie bist du denn zu der Rolle Francesco Naseweiß gekommen? Oh, das weiß ich gar nicht. Das müsste, guck mal, das bin ich. Das bin ich. Kann man das überhaupt sehen? Sieht man das? Lustig, ne? Ja, wie gesagt, ja, du hast mich gefragt, ne? Hast du mich gefragt? Ja, genau. Über Santiago, weil ich spiele viel mit dem Santiago zusammen Theater. Und da hat mich der Interviewer da gefragt, ob ich das sprechen will. Und ich gesagt, ja klar, bin für Santiago und mache das doch alles. Ja, genau. Was magst du an der Rolle? Alles, lustig. Das ist schön, ich spreche immer mit italienischen Akzent. Er ist so ein ganz liebenswerter Papa. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern oder ändern lassen, wenn überhaupt? Also ich würde es ändern lassen, dass es die Hauptrolle wird. Ne? Nein, es ist alles wunderbar und... ja, vielleicht mal ein Special, nur mit meiner Tochter zusammen, nur ein Zweierding. Die Abenteuer der kleinen, die Abenteuer des kleinen Zauberers Francesco Naseweiß. Ja, oder so, genau. Nein, oder so ein Special, wo nur die beiden philosophieren über das Leben. So eine Kurzgeschichte. Ja, so nur die beiden. Ja, das wäre nicht schlecht. Das einfach nur darüber reden, was ist gut und was ist schlecht, wo zum Beispiel sie Fragen stellt, ja, warum Papa... Warum darf ich das und das nicht? Und ich jetzt versuche auf nette Weise zu erklären, warum sie bestimmte Dinge nicht machen sollte. Und ja, so. Das sollten wir bestimmt gar nicht schlecht irgendwann hinbekommen. Ohne Zeigefinger, sondern einfach so, guck mal, schau mal so. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen oder Zauberer auseinandergesetzt? Oder etwas im Fernsehen gesehen? Na, ich habe ja selber einen Zauberer gespielt, 2 Jahre bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da habe ich ja den Felix gespielt. 20 Jahre her, ne? Damals war es. Ja, da habe ich auch immer gezaubert, obwohl ich nicht selber gezaubert habe, sondern es war immer getrickst, dass ich jemand anderes gemacht habe. Es sah so aus, als hätte ich es gemacht.